Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Motorsport Manager. Und weiter geht's! Unsere Team ist immer noch total scheiße, aber egal. Ah, und wir haben wieder ein Interview. Ach, nehmen wir mal an. Da wollen wir mal schauen, Bremsenentwicklung. So. Wir haben ein gutes Modell gebaut. Was wir jetzt hier einbauen werden. Ja. So, okay, so. Und wir werden das gleiche Teil nochmal entwickeln. Wird dann zwar erst nach dem Rennen fertig werden, aber es ist erstmal egal. Wir können erstmal drei Teile einbauen. Das ist auch ziemlich zuverlässig. Hoffe ich doch mal. Zumindestens. Ja gut, wir werden erstmal die Leistung noch mal ein bisschen verbessern. Und die Effizienz. Ich hoffe, das bringt etwas. So, jetzt haben wir wieder was Politisches. So. Vorteilhaft für uns. Natürlich stimmen wir dafür. Oh. War eine knappe Entscheidung. So, ab der nächsten Saison haben wir natürlich ein Rennen mehr. Was ich sehr, 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 sehr begrüße. Das heißt dann auch mehr Geld für mich. Beziehungsweise für das Team. Im Gange, im Gange, im Gange. Zwei Tage, vier Tage. Jawohl. Das sieht alles gut aus. Ja, sagen wir so, die Gebäude, die können wir dann auf jeden Fall verbessern, wenn es soweit ist. Wenn ich die jetzt verbessere, dann bezahle ich 170.000 für dieses Gebäude, für dieses. Was bezahle ich hier? 170.000. Erstmal 300.000 mehr pro Rennen, was ich nur für die zwei Gebäude bezahle. Da ist noch nichts weiter mit dabei. So, und auf geht's nach Mailand.
Zack, zack. Entschuldigung. So. Was halten dahin? Drehen wir das mal ein bisschen hoch. Okay, hier gehen wir mal ein bisschen. Ja, lassen wir mal so. Konfiguration Reifen wollen. Wollen wir die gleichen Reifen nehmen? So, dann gehen wir mal zum Training. Los schicken. So, da wollen wir mal gucken. Oh. Alter. So, probieren wir es mal so. Ne?
Okay. So, bei der Linares sieht es eigentlich soweit erstmal gut aus. Okay.
Okay, ich hoffe mal, die letzte Einstellung jetzt hat noch ein bisschen was gebracht. Naja, gut. Müssen wir jetzt natürlich so hinnehmen. Aber okay. Großartig, also bei der einen Fahrerin alles großartig. Ja, das Training war eigentlich relativ gut, also man kann ja eigentlich gar nichts sagen. Ich hätte gerne noch ein paar Minuten mehr Zeit jedes Mal, was ist denn das? So, dann schauen wir mal, wie es sich verhält. Also sie ist noch auf 1. Ja, die anderen Autos sind einfach vom... sind, die sind einfach besser. Also ich weiß nicht.
Oh ja. Na. Mehrere Teile sind im roten Bereich. Oh nein, Evans, nein. Das kommt ja nur so vor. Na, da werden wir mal sehen, wo wir hinkommen. Fünfter. Na, eine halbe Runde auf dem 16. Das ist aber alles noch okay. Ja, also, wie das Fahrzeug jetzt hinter mir hat jetzt Probleme. Oh. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ja, gut. Ich hatte hier war ich eine Runde länger draußen. Evans hat nicht durchgehalten. Fahrzeug. Scheiße.
Na, aber diesmal gibt's eine Bonuszahlung. Ja, die Bonuszahlung kriege ich, aber ich unter den 16. Platz überhaupt. Da kriegen wir 75.000 mehr. Das hilft mir schon enorm. Was haben wir denn hier? Oh, freigeschaltet. Okay, geh doch mal. Also ich würde mir, also auch zu euch, für euch die Info. Ja, ich habe das Spiel schon mal angespielt. Ja, also von daher, ja, ich sag mal so, also von daher weiß ich schon, worauf es hinausläuft und alles. Ja, also Geld auf jeden Fall größtenteils sparen. Entschuldigung. Okay, so. Warum hat er nur noch Effizienz? So, die Leistung werden wir hochdrehen, dann werden wir das hochdrehen. Ja, mir bleibt doch gerade nichts anderes übrig. Scouting ist auch abgeschlossen. Ja, vier Leute hier. Ja, werden wir sehen, was da vor Talente hervorsprießen hier. Ansonsten könnten wir noch mal ein neues Teil in Auftrag geben. Was hat denn immer wieder Probleme? Macht der ja, der Motor. Ja, das ist halt. Wie sieht's denn aus mit Teile verbessern? Der Motor? Hab ich hochgedreht. Effizienz bis auf 100. Der hält auch durch. Getriebe ist halt recht teuer.
So, dann das hat man. Okay, wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.